So, wie ihr seht, haben genau 20 Mann mitgemacht. Beziehungsweise 20 Hunde. Wenn eine Person zwei Hunde runtergepostet hat, habe ich natürlich auch beide Hunde reingenommen. Weil zwei Hunde, gleich zwei Bilder. Und es gibt jeweils nur ein Bild zu gewinnen. Und ich werde jetzt mal alle zusammenfalten und dann wird Mars gleich den Gewinner ziehen. So, gefaltet sind die Zettel alle. Alle auf gleiche Größe. Dass die Namen rot durchscheinen, ist ja nicht schlimm, weil Mars kann ja noch nicht lesen. Wer weiß, was in Zukunft noch alles passiert. Da lerne ich ja täglich Neues. Luna ist auch schon ganz interessiert. Da, komm zu gucken, die will schon immer klauen. Aber Luna, du kannst das noch nicht. Das macht der Mars. Genau, so ist es fein. Super. Dann holt Frauchen jetzt mal einen Behälter, wo wir die reinpacken. Und dann kann Mars mal den Gewinner ziehen. So, wie ihr seht, ist die Lostrommel aufgebaut. Ich misch mal noch einmal. Die Luna guckt schon ganz neugierig, weil es geraschelt, das könnte Essen sein. Nun, Luna nimmt mal ihre Nase raus. Und der Mars macht mal Nimm. Misch noch mal kräftig durch und nimm. Super! Einen Gewinner haben wir schon mal. Das ist die Heike Daniel mit ihrem hellbraunen Hund. Herzlichen Glückwunsch! Der Mars, der wartet, der hofft, er darf noch mal. Mal gucken. Entscheidet sich selbst, ob es einen zweiten Gewinner gibt oder nicht. Indem ihn Luna zeigt, ob sie es kann oder nicht. Luna, bring's! Nicht den ganzen Korb. Ja, das ist nett gemeint. Super. Aber guck mal, hier eins davon. Nimm's. Die Luna ist überfordert. Ja, fein, machst du das. Super. Aber das ist das Falsche. Das bestätigen wir doch mal, weil das war ja schon in die richtige Richtung. Guck mal, hier. Da. Bring's. Ja, super. Klasse. Die Luna hat einen Gewinner gezogen. Spitze. Ja, da ist er. Jetzt müssen wir nur noch loslassen. Ost. So, ein bisschen ramponiert und gelöchert. Aber wie ihr seht, die Luna hat die Fiona gezogen. Herzlichen Glückwunsch. Halt sie nochmal untereinander. Die beiden Gewinner mit Mars im Hintergrund. Es wäre super, wenn ihr uns einfach ein schönes Foto von eurem Hund zukommen lasst, der mal gut zu sehen ist, damit ich dann ein Bild am PC für euch bearbeiten kann. Wir sind gespannt. Für alle, die nicht gewonnen haben, seid nicht traurig. In den nächsten Tagen bekommt ihr bestimmt noch mal die Chance auf das eine oder andere. Euch allen einen schönen Nikolaus.